wir haben das etwas kleiner gemacht in den ersten Jahren und jetzt ist es das zweite Jahr, dass es in der Langstraße stattfindet und eine autofreie Aktionsmeile und Spiel- und Musikmeile den Bürgern bereitgestellt wird. Klimaaktionstag hat eine inzwischen schon 5 Jahre alte Tradition, glaube ich. Er findet statt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Das ist also europaweit eine Mobilitätswoche, wo es um nachhaltige Mobilität geht, wo man die Menschen überzeugen will, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ja, wir wollten Alternativen aufzeigen zum Auto. Deswegen gibt es hier ganz viel Informationen über die RSAG, über die Nahverkehrsmittel, aber auch zu Lastenrädern, zu Pedelecs, alternativen Mobilitätsformen. Innerstadt, ganz klar, kann man fast alle Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad machen. Kurze Wege zu Fuß, das wollen wir auch nicht vergessen. Rostock tut eine ganze Menge. Ja, und die Bürger können ihren Beitrag leisten, indem sie eben diese Verkehrsmittel nutzen. Und das soll alles aber auch mit viel Unterhaltungswert verbunden sein, mit kulinarischen Genüssen. Wir haben heute ein Coffee-Bike hier, wir haben ein Fahrrad, Eisladen und anderes mehr. Wir erwarten Menschen, die hier ihre Freizeit verbringen, einen schönen Sonntagnachmittag verleben, hoffen, dass wir auch ein paar Autofahrer, vielleicht ein paar Pendler erwischen, die über Alternativen nachdenken, angeregt sind, positiv gestimmt. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre, wie im letzten Jahr wieder. Die Straße ist autofrei, die Leute flanieren, die Bürger nehmen einfach Besitz von der Straße. Das ist ein schönes Bild, was sich hier gibt. Also wir sind vom Interkulturellen Garten, wir sind hier, weil wir sehr viel in Richtung Umweltschutz, Umweltbildung auch machen und Klima ist natürlich ein Thema da auch und wir wollten halt verschiedene Formen präsentieren, wie man im Garten ohne Strom Essen herstellen kann, erwärmen kann, erhitzen kann, verschiedene Methoden und die auch eigentlich alle CO2-frei sind. Also wir haben zum einen halt einen Solarkocher mitgebracht, den wir hier zur Linken sehen. Ja, im Endeffekt ist das wie so eine Satellitenschüssel. Also man hat die Sonnenstrahlung, die wird von dem Spiegel, vom Parabolspiegel aufgefangen und dann in der Mitte gebündelt. Das sind ungefähr dann 300 Grad Celsius dort und damit kann man natürlich dann schön kochen. Man kann Spiegeleier in der Pfanne braten, wenn man eine dunkle Pfanne hat. Wir haben einen Mikrovergaser verbracht, wo man kleine Ästchen, die normalerweise Abfall sind, die verrotten würden und dadurch CO2 freilassen würden, verbrennt, um einerseits Kohle für den Garten herzustellen, andererseits um die Abwärme zu nutzen, um Essen zu erwärmen. Und wir haben halt eine ganz normale Feuerschale, wo wir dann Fladenbrot noch drauf grillen können. Oh well.